Und da sind wir wieder bei Let's Play Kingdom Hearts. Yay! Wir haben beim letzten Mal einen Gorilla vor einer Armee goldener Affenherzlose gerettet. Ja. Und schätze ich mal, das werden wir wieder tun. Ja, jetzt wollen wir wieder zum Baumhaus rüber, weil auf dem Weg zum Baumhaus zwei Gruppen von Gorillas sind, die wir retten müssen. Ja, wunderbar. Aber dieses Mal gehen wir dann hier oben lang. Da waren wir tatsächlich noch nicht. Ja. Jetzt können wir und hopp machen. Und hopp! Ja. Achtung! Und hopp! Ja. Yay, ist nicht, dass man, Sachen wirklich irgendwie timen müsste, man kann einfach... Okay. Jetzt hat er sich überlegt, einfach mal so abzuspringen. Die Ironie. Ja. Die Ironie. Ganz ehrlich, man kann eigentlich gar nicht zwischen Zweien abspringen. Interessant. Sora macht heute komische Sachen mit mir. Aber ja, ne? Wieder hoch. Die verurteilt. Dann werden wir uns nochmal an die Lianen ranhängen. Und hopp. Und hopp. Abspringen, yay. Yeah, yeah. Man muss noch gucken, dass man sich hier richtig da dran stellt, weil Sora sonst auf die Idee kommt, andersrum zu wirbeln, aus irgendeinem Grund da nicht abspringen zu können. Merkwürdig. Und hier bekommen wir dann noch einen Mithril. Yay, mehr Mithril. Aber das letzte Mithril mussten wir irgendwie mehr Umstand machen, aber hey. Ja, ne? Jetzt hier. Das war ein langer Weg zum Baumhaus. Ja. War da vorne noch so ein Trio-Zeichen auf dem Boden? Nee. Oder war es mal ein Kleeblatt? So ein Kleeblatt. Dann, glaube ich, habe ich da vorne noch eine Truhe gesehen. Ja. Ja. Das war bestimmt wieder Dalmat. Tina drin. Wieso ist er da abgerutscht? Wow! Okay. Naja, das sah schon ein bisschen schräg aus, aber es ist trotzdem merkwürdig, dass sie das tatsächlich als Abrutschpunkt in Anführungsstrichen da haben. Also noch ein drittes Mal hinauf in die Baumkronen. Ja. Ist da denn jemals runtergefallen? Ja, in Minispielen. Also man kann hier später ein Minispiel ohne Belohnung machen, aber wenn man das Tagebuch voll haben will, muss man das Minispiel zumindest mal gemacht haben. Und da ist dann tatsächlich, dass die Lianen auch irgendwann runterfallen, wenn man zu lange dran hängt. Und da gibt's ja auch Schlangen. Ich meine, die haben schon erklärt, dass die Lianen auch jetzt schon runterfallen, wenn du zu lange dranhängst. Tun sie mal nicht. Also in dem Minispiel fallen sie nach. Ich glaube, die, wenn du dreimal geschwungen bist, fällst du sofort von den Lianen runter. Zum Beispiel an diese hier sollst du so sich auch gar nicht dranhängen. Das passiert aber schon mal. Ist auch immer schön, wenn das passiert. Okay. Ich habe hier teilweise schon eine Minute an einer Liane gegangen, ich bin nicht runtergefallen. Einfach mal, um auszutesten, ob es tatsächlich passiert. Und es sind, wie ich erwartet habe, da Martina. Ja. So, kommen wir jetzt endlich zum Baumhaus zurück oder ist da noch mehr in den Baumkronen? Ne, das sind jetzt alle Schatztruhen in den Baumkronen. Aber jetzt müssen wir eben noch die letzten Lianen alle rüberschwingen. Rick, Rick, Rick. Aber selbst wenn du das jetzt nicht tun würdest, hättest du doch einfach wieder ganz normal hochklettern hier können. Hier ist, wo wir dann vom Nilpferd-Tümpel halt ankommen. Deshalb gehe ich normalerweise auch einfach über den Nilpferd-Tümpel, weil es kürzer ist. Kletter, kletter, kletter. Kletter, kletter, So, da wären wir wieder. Ja, und hier haben wir schon den nächsten Gorilla, den wir retten müssen. Ja, und natürlich auch dementsprechend wieder goldene Affen. Ja. Übrigens, dieses Ratzefatze ist, das sieht man immer, wenn Sora das einsetzt, wenn er diesen nach oben Schlag im Nahkampf macht. Okay. Das ist dann Ratzefatze. Ja, das ist Ratzefatze. Ratschratz. Letztlich. Ja. Bams, Feuer! Ja. Hat alles vernichtet. Aber die beiden können schon normale Herzlose erledigen, oder? Ja. Aerogar-Gummi erhalten. Yay. Ja, die Affen werden uns alle Gummis unterschiedliche geben. Gummis geben. Yay. Ja, also ganz nützliche Sachen. So, sollte ich auf jetzt einen ganz dummen Witz zu machen, aber den lasse ich. Ja. Ja. Das sollte es dann auch, glaube ich, gewesen sein, wenn wir den dritten retten, oder nicht? Nee, es sind noch mehr, es sind fünf. Oh. Dann habe ich jetzt nicht immer nur drei in den Zwischensequenzen? Naja, warum nicht? Ja, wir haben jetzt aber auch bisher immer nur Gorillas gerettet, die in den Zwischensequenzen nicht mal vorkamen, also von daher. Ja, das stimmt. Aber sonderlich anders aussehen, tun sie jetzt auch nicht. Das sind Gorillas, ne? Auch Gorillas sehen ein bisschen anders aus, aber die waren einfach nur genetische Klone. Außerdem ist Donut schon wieder so gut wie tot. Rotes Gummi macht nichts! Er ist tot. Das ist bei den Anthromuren aber auch jetzt keine so große Verwunderung. Die haben relativ hohen Angriff jetzt, weil wir, wie gesagt, diese Welt jetzt auch als zweites statt als drittes machen. Okay. Sind aber die eigentlich relativ... kriegen wir hier auch mehr Erfahrungspunkte, schätze ich. Ja. Pro Gegner kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. Und jetzt haben wir ein Schutzgummi erhalten. Hurra. Schlechteste Verteidigungsgummi, das es gibt. Ja. Na, diese Affen haben alle so tolle Items für uns. Gut, so, wo müssen wir jetzt das hin? Hier macht zum Beispiel einen Unterschied, wenn wir jetzt hier vorne runterspringen, landen wir beim Totenbaum, wie wir ja schon mal gezeigt haben. Aha. Wenn wir hier auf der anderen Seite runterspringen, landen wir in einer komplett anderen Gegend der Welt und da wollen wir runterspringen. Okay. Das muss man auch erstmal wissen. So eine gemeine Falle. Ja.
Und da sind wir jetzt irgendwo im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo, aber wo wieder neue Affen sind. Affen sind, die wir töten müssen und retten müssen. Wenn wir nicht irgendwie einen Namen von dem Gebiet kriegen müssen, als wir da wenn man runterfällt, kriegt man keine Gebietsnamen. Ja. Ist ja doof. Das müsste aber Klippe sein, glaube ich, heißt das Gebiet hier. Ein sehr innovativer Name. Ja. Mein Gott, das ist schon wieder bewusstlos. Ist einfach so kreativ wie Zeltlager. Ja gut, das ist wenigstens... Naja, okay. Lassen wir das. Bams, Maximum MP hoch. Ja, und er hat Goofy-Tackle gelernt. Yay. Ich glaube, Goofy kann nicht so viel mit MP anfangen, oder? Aero-Gar-Gummi erhalten. Yay. Und ein Item, es ist eine Potion. Goofy kriegt später ziemlich nützliche Fähigkeiten, die MP verbrauchen, aber... Okay. Nee, Jackpot behält er mal. Aber eigentlich braucht Goofy Rakete nicht, wenn er Goofy-Tackle hat. Tonk. Yay, Fähigkeiten für Goofy verbessert. Ja. Jetzt klettern wir schon mal hier vorne hoch. Ist hier der nächste Bildwechsel oder fällt es einfach nur runter? Ja, fall vor allem einfach nur runter. Das passiert irgendwie Kamera. In letzter Zeit häufig. Ja. Da hier oben sind zwei Schatztruhen. Ah, deshalb wollte ich hier oben hin. Kling, eine Mega-Potion. Ich kriege aber auch nachgeworfen, die Dinger. Ja, und ein Mithril-Erz. Ich kriege aber auch nachgeworfen, die Dinger. Ja, Mithril-Erz wird, glaube ich, auch von Gegnern nicht fallen gelassen, deshalb muss man sie auch in Schatzruhen verstecken. Da muss dicke ich, das ist so die Stelle, wo Donald und Goofy angefangen haben. Und hier haben wir dann die nächste und auch letzte Gruppe. Yay, haben wir schon fast geschafft. Denn genau, wenn wir hier vorne gleich durchgehen, der Eingang, der jetzt links ist, da kommen wir wieder im Zeltlager an. Deshalb bin ich da auch runtergesprungen, weil es einfach eine perfekte Runde genau baut. Verstehe. Ein Achatsplitter! Ja. Noch einer. Der Kollege da war scheinbar gerade gestunt. Ja. Hast du ihn einfach mal in Ruhe gelassen? Ja. Ja, solange er gestunt ist, stört er mich nicht. Kannst dich erstmal auskurieren, lieber Affe. Ja. Bams. Fall mein Gott. Ja. Dafür, dass sie so eine kurze HP leisten. Vor allem, der ist jetzt immer noch gestunt, weil das dann erst aufhört, wenn man ihn angreift. Okay. Nee, er ist gerade tatsächlich ausgelaufen und unser Schaden genommen hat. Bams. Das hält einfach nur verdammt lang, hab ich so das Gefühl. Ja, verdammt lang. So, letzter Affe. Kriegen wir jetzt den Boss. Pling, Feuergummi erhalten. Yay, endlich was Sinnvolles. Yay, ein Antrieb. Ist ein Antrieb? Ja, Blitz. Ich dachte, Feuergummi ist hier ein... Nee, Blitz ist, Blitzgar-Gummis sind die normalen Schusswaffen. Okay. Während Feuergar-Gummis die Antriebe sind. Okay. Weil da eben Feuer rauskommt. Ja. Macht eigentlich Sinn, aber... Musst du die Gruppe hier besiegen oder ist sie einfach nur wieder da? Nee, die sind einfach nur Erfahrungspunkte. Okay. Die sind einfach nur da. Ah, warum nicht? Donald wird wieder krepieren. Pass auf, dass du nicht aus Versehen in den Bildwechsel reinspringst, genau. Ja, man kann durch Attacken glücklicherweise nicht in den Bildwechsel laufen. Man muss da aktiv reinlaufen. Aber du kannst doch wahrscheinlich, nachdem du eine Attacke durchgeführt hast, aus Versehen in die Richtung drücken. Man kann außerdem ein Bild nicht verlassen, solange man einen Gegner anvisiert hat. Ich könnte also nicht einen Gegner anvisieren und dann rückwärts in ein neues Gebiet reinlaufen. Okay, das ist nicht ganz dumm. Das ist ziemlich intelligent gemacht eigentlich. So, und bam! Angriffskraft von Sora geschliegen. Ja, und dadurch, dass wir diese Gruppe an Gegnern besiegt haben, bekommen hier neue Gegner. Okay, ein wild gewordener pinker Affe, der uns unglaublich viel Geld gibt. Das Geld, was da gerade gelandet ist, das hat Goofy verloren, als er über die Bananenschale gelaufen ist. Achso, das war unser Geld. Oh. Toll. Ja, die Gegner sind ziemlich nervig. Ich dachte, wir hätten jetzt endlich mal einen ordentlichen geldgebenden Gegner gefunden. Ja, die droppen ja auch nur Geld, wenn man sie besiegt. Also ist ja nicht so, als würden sie kein Geld droppen, aber... Die Menge, die da lag, das war dadurch, dass Goofy ein Vollidiot ist. Toll. Wunderbar. Ja. So, keine Zwischensequenz. Ich habe jetzt eine Zwischensequenz erwartet, was? Hi. Hi. Ich hoffe, Mr. Clayton ist wohl auf. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich... Ja, wir müssen hier einmal reingehen. Damit wir nachdem wir alle Affen gerettet haben, um diese Sequenz zu aktivieren. Achso. Damit wir uns um Mr. Clayton Sorgen machen können. Ja. In der Sequenz ist nichts passiert. Ja, ich glaube, wir haben einen Schuss im Hintergrund gehört, aber da wir den Fernseher recht leise gestellt haben, ist es schwer zu hören. Ja, okay. Hier sehen wir jetzt, oh mein Gott, seine Pfeife. Dann, dann, dann. Und vor allem Sabor. Zum finalen Kampf gegen Sabor, wo er jetzt mehr HP und mehr Angriff hat. Oh mein Gott, das wird ja, glaube ich, ein unglaublich schwieriger Kampf. Ja, er hat neue Attacken gelernt. Aber er hat immer noch die große Schwäche, dass wenn man ihn mit dem Combo-Finisher trifft, dass er sonst wohin gesteuert wird. Achso, er kann in das Dicke springen. Ich dachte gerade, Moment, was? Ist er gerade aus dem Spielfeld gesprungen? Das ist Absicht. Das ist so wie bei dem Kampf gegen Axel im zweiten Teil, wo er in seine eigene Feuerwände reinspringt und dann wieder rauskommt. Spoilers! Das ist einer der ersten Kämpfe nach anderthalb Stunden. Den Charakter haben wir noch nicht mal kennengelernt. Lernt man in dem Spiel auch nicht mehr kennen.
Damit haben wir ihn endgültig besiegt. Und wir bekommen Reißzahn. Ein Item, das man meistens bis zum Ende des Spiels angelegt hat, weil es so gut ist. Okay. Reißzahn ist ein extrem gutes Item. Hey, was ist das? Oder kommt jetzt noch ein herzlosen Boss? Das ist auf jeden Fall ein herzloser davon. Da schätze ich mal, da kommt auch noch ein herzlosen Boss. Was machen die da? Einen Kriegstanz? Uga, 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 Uga. Wir kommen nicht in dieses Zelt. Das ist so doof, durch den Bildwechsel zu kommen. Ja. Hä? Sie hat Angst vor den Herzlosen. Aber die kann die Herzlosen noch gar nicht sehen. Die sind vor dem Zelt, die kommen nicht rein. Vielleicht kannst du sie hören. Aus Gründen. Ja. Auf jeden Fall, obwohl wir den Boss gerade hier in dem Raum besiegt haben, sind ja auch direkt mal Gegner drin. Auch sehr freundlich. Ja, natürlich. Für den Fall, dass man von dem Boss da drum, glaube ich, viel Damage genommen hatte. Ja, dass alle im roten Bereich sind. Du kannst noch ganz schnell sterben. Ja. Und Donald, du bist super. Du hast einfach mal den pinken Affen mit einem einzigen Eiszauber getötet. Ist doch gut. Das ist sehr nett. Kann er dir kein Geld abnehmen? Ich habe gerade erwartet, das ganze Geld, das hier rumfliegt, ist schon wieder unseres. Nee, das war tatsächlich das, was der Gegner fallen gelassen hat. So, jetzt werden wir den Reißzahn ausrüsten, schätze ich. Ja. So, ich bin gespannt. Reißzahn, gib uns nämlich nochmal Angriff hinzu. Maximum AP und Abwehrkraft und Angriffskraft. Aber alles nur geringfügig. Ja, aber trotzdem hält, ist das eigentlich genug. Donald braucht eigentlich mehr AP als Goofy. Obwohl Donald im Moment noch nicht so irgendwelche Fähigkeiten hat, die er dafür anlegen könnte, bekommt er später erheblich nützlichere. Er ist doch der Magier, sollte man erwarten, dass er gute Fähigkeiten bekommt. Ja. So, zurück ins Zeltlager. Wo wir mal. Hi, wir haben keine neuen Zauber für euch, tut mir leid. Aber du kannst auch trotzdem die Items nochmal kriegen, oder? Ich kann mir die Items nochmal holen, ja, aber so nützlich ist es nicht. Könnte er denn da? Darf man wieder Vita haben? Ah ja, das ist die Geste für Vita. Ja, das ist die Geste für Vita. Ab hier kann er, ab hier können sie jetzt auch Vita wollen. Fire! Und Fire! Also jetzt haben wir drei gemacht und er hat uns einen Pyrop-Splitter hinterlassen. Aber... Ja, vor allem jede Menge. Weiß-Fungi. Ja, Puffungi. Puffungi. Hier hinten müsste irgendwo noch, genau, da müsste irgendwo noch ein dritter sein. Der will wieder Vita haben. Er macht die Grußbewegung. Die Geschütze, ja. Aber ich kann nicht. Ah, oh, jetzt ist er sauer. Ja, jetzt ist er wütend. Du hast ihm Eis gegeben, obwohl er Vita wollte. Ja. Stampf, stampf, stampf. Da war er nicht so happy mit mir. Er wollte eigentlich, dass du seinen Namen errätst. Ja. Hey, wo ist Jane? Was ist los, Tarzan? Irgendetwas kommt. Jane in Gefahr. Jane in Nähe, bei Baumhaus. Das ist das erste Mal, dass Tarzan redet. Ja. Das klingt nach Ärger, gehen wir! Also außerhalb von Zwischensequenzen, wo gesprochen wird. Hey, Heilung. Ja. Und jetzt gehen wir wieder in das Baumhaus hoch. Wir werden aber auch hin und her gejagt in dieser Welt, ist unglaublich. Ja, die Welt ist ziemlich klein, aber man hat sie lang gemacht dadurch, dass... Zum Beispiel jetzt. Greif so einfach mal den scheiß Tisch an. Ich hasse diesen Tisch! Töte den Tisch! Das denkt sich so rauf. Ja, wie gesagt, die Welt ist eigentlich nicht besonders groß. Wir haben jetzt alle Bereiche bis auf einen von der gesamten Welt ja schon gesehen. Ja gut, das Wunderland war auch nicht groß. Wir sind einfach nur immer wieder in diesem Wunderzimmer gelandet. Ja, weil das Wunderzimmer halt vier unterschiedliche Seiten hat und das jedes Mal irgendwelche Gimmicks hat. Die Welt hier hat einfach nur irgendwie sieben oder acht Bezirke. Du wirst einfach nur die ganze Zeit in dieselben Bezirke wieder zurückgesetzt. Komm her, pinke Affe. Und dadurch, dass du halt die ganze Zeit noch durch den Nilpferdtümpel rennen musst. Ja, oder Geld. Eben... Jawohl, Geld. Oder eben oben die Lianen nehmen musst. Dauert das halt auch immer etwas länger, zum Baumhaus wieder zurückzukommen. Ja. Vor allem, wenn du nicht merkst, dass du um die Lianen, dass du die Lianen gar nicht nehmen musst, um wieder zum Baumhaus zurückzukommen. Ja. So, dann, was hast du denn jetzt vor? Wolltest du nicht die Dinger davon hochklettern, um zum Baumhaus zu kommen? Ja, das hier über die, hier hinten über die Nilpferd ist doch schneller zum Baumhaus. Achso, ich dachte, du hältst da vorne direkt die erste, wenn du das hochkommen musst. Nee. Da ist das Nilpferd leider schon aufgetaucht und du hast es nicht erwischt. Nilpferd. Geh wieder runter. Zum Glück. Tauchen die überhaupt auf? Es ist nur das eine, das auf und abtaucht. Das zweite. Die anderen bleiben bleiben oben. Aha. Man hätte sie jetzt auch einfach alle permanent so ins Wasser stellen können, dass man immer drauf kann. Ja. Aber dann hätte man ja auf das letzte direkt drauf kommen können und dann den letzten Sprung direkt machen können. Dann das stimmt. Wäre das ganze Platforming komplett umsonst gewesen. Oh mein Gott. Ja, jetzt sind wir im Mammutbaum. Juhu. Und da können wir dann auch direkt wieder zum Baumhaus hoch. Ah, wir müssen schon wieder zum Mammutbaum. Ja, wir müssen nur zum Mammutbaum. Sie ist beim Baumhaus, aber nicht im Baumhaus, scheinbar. Die dunkle, die große dunkle Frucht sieht verdächtig aus. Oh mein Gott. Meinst du die da, die keine HP-Leiste hat? Ja, wir müssen sie angreifen. Die ist, glaube ich, der einzige Gegner überhaupt so ziemlich im Spiel, der keine HP-Leiste hat. Okay.
greif mal bitte beide auch die Frucht an. Wenn ich Dreieck drücke, kann ich den beiden sagen, dass sie dasselbe Ziel angreifen sollen, das ich anvisiert habe. Interessant, das wusste ich gar nicht. Oh, okay. Fuck. Ist gerade irgendwas Lilanes rausgekommen. Das ist einfach nur kaputt gegangen. Damit hat sich das schon erledigt. Wir hätten jetzt unendlich viele von den Affen töten können. Das ist wunderbar. Aber ich habe mir gedacht, greifen wir einfach nur die Frucht an. Dann haben wir sie schon befreit, das war einfach. Ja. Mr. Clayton kam zum Zelt und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Ja, ist doof. Clayton? Gorilla ist gefangen. Tag weggelaufen. Ja, Tag ist der Gorilla, der da bei Jaden im Arm liegt. Das ah ja. Ist Tag. Tag! Ja. Wir müssen den Gorillas helfen! Dringend. Der weiß doch gar nicht, wo die Gorillas wohnen. Das ist doch das große Problem, dass er die ganze Zeit hatte, oder nicht? Ja. Scheinbar war es trotzdem irgendwie geschafft, die gefangen zu nehmen. Ja. Wunderbar sinnvoll. Ich wollte echt da vorne hin. Chaka, du schaffst es. Ja. Denn jetzt, wo wir dann als nächstes hin müssen, ist dann auch schon der Bossfight. Aber dafür haben wir heute keine Zeit mehr, deshalb... Cliffhangen wir kurz vom Bosskampf, ja. Natürlich. Mache ich mich ganz unauffällig Richtung Totenbaum auf den Weg, um dann hier einen Speicherpunkt zu haben. Muahaha, ich bin gemein. Frechheit, Gavin, Frechheit. Ja. Das auch noch so offen ins Mikrofon zu sagen. Ja. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir zum letzten Bosskampf dieser Welt schreiten werden. Bis dahin, see ya. Aloha.